30 Höhenmeter in dieser Runde zu absolvieren. Für uns ja auch in der Masterklasse 4. Beide Rennklassen fahren 24 Runden, das sind 60 Rennkilometer. Eins und los geht's für die Elite-Amateurfahrer. Den landwirtschaftlichen Betrieb nebenan. Auch hier wird die große Meute der Amateurklasse auf die Reise geschickt. 24 Runden stehen auf dem Programm. Amateur und Elite Amateurklasse, die beiden Startfelder. Ja, passt ja.
lehnen sich sehr rein. Ne? Ja, aber ich muss unbedingt morgen muss ich wieder gehen. Also ich habe das Gefühl, ich habe keine geile Figur. Es wird das abgeklemmt sein, weil es ist eine Knickerserie. Noch ein wichtiger Hinweis noch. Hier verspreche ich aus dem Führungsfahrzeug aus dem Auto aus Thomas. So, fangen wir mal von vorne an. Also für die Amateurklasse noch drei Runden. Alle Amateure haben noch drei Runden und die Amateure haben noch drei Runden. Drei Runden für die Amateurklasse. Drei Runden für die Amateurklasse. Also für diese Gruppe noch drei Runden. Für diese gesamte Gruppe noch drei Runden zu fahren. Für diese Gruppe noch drei Runden zu fahren. Auch für die Fahrer Ende des Rennens. Auch hier gibt es nochmal den rasanten Endspurt um den nächsten Platzierungen und Plätze. Damit auch hier ein Skoda Fabia aus dem Autohaus Thomas. Und dahinter sollte dann gleich auch die vierköpfige Spitzengruppe auftauchen. Das ist so, die vier beäugen sich jetzt schon kritisch. Marcel Meisen, der schleicht sich hier langsam davon. Es geht in die letzte Runde hinein, letzte Runde. Marcel Meisen attackiert, nicht in diesem Mal schaut sich durch, er reagiert. Marcel Meisen von Stevens Racing Team an der Spitze geht hier als erster auf die im Laufe des Amateurrennens und am Ende ganz oben auf dem Podium der Sieger vom VfR München, Julian Rottmann, Amateurklasse 7 Hills Waldreit, Showball 1, Julian Sieger vom aus München. Julian Rottmann, der Sieger, der Zweitplatzierte. Mit den schnellsten Mann aus der vierköpfigen Luftdruckerausnahme des Sieger an der 7 Hills Waldreit 2023 vom Stevens Racing Team. Marcel Meisen, Sieger in Kokobo. Danke. Ja, ich schon für mich. Ah, ja, genau. Danke. Sehr gut und für die Welt.